Harmony of the Seas. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt muss natürlich auch einiges an Action und Entertainment bieten. Sie greifen hier auf Altbewährtes zurück, haben aber auch einiges Neues zu bieten. Zum Entertainment gehören natürlich eigentlich auch noch die Bars, Theater, Shows, Spa, Fitnessclub und so weiter. Lassen wir in diesem Film aber mal außen vor. Das hier sind die Profis auf dem beliebten Flowrider Surf Simulator, oben auf Deck 16. Und davon gibt's zwei. Einen hinter der Minigolfanlage und einen hinter dem Sportscourt. Die Vorbereitungen für den Adrenalinkick laufen. An einem Stahlseil rauscht man 25 Meter, 9 Decks über dem Boardwalk dahin. Das kostet schon ein bisschen Überwindung. Sportscourt kann man nicht nur Basketball spielen. Ich wage mich jetzt in The Ultimate Abyss. Eine Rutsche über 66 Meter Länge von Deck 16 auf Deck 6. Man rutscht 4 Meter pro Sekunde und das Ganze ist keine Wasserrutsche, sondern man rutscht auf einem Kissen. Und hinterher kann man sich noch einen schönen Schnappschuss bestellen. Auf allen Schiffen der Royal Caribbean Flotte kann man die Kletterwand erklimmen. Meist klettert man den Schornstein hoch. Auf der Harmony of the Seas gibt es gleich zwei Kletterwände an der Seite des Boardwalks. Die Ausrüstung wird natürlich gestellt und es gibt wie in den Kletterhallen verschiedene Schwierigkeitsgrade. Zurückhaltend war die Reederei auf den bisherigen Schiffen, was die Wasserrutschen angeht. Das hat sich nun aber geändert. Perfect Storm heißt die Anlage, mit drei Rutschen. Zwei Rennrutschen gibt es und eine etwas gemütlichere, mit einem Trichter, durch den man kreiselt. Auf der Eislaufbahn kann man am Abend die Könner bewundern, tagsüber aber auch selbst fahren. Ganz neu an Bord der Harmony of the Seas, Escape the Rubicon. Man kennt das vielleicht aus einigen Großstädten, da heißt es Escape the Room oder ähnliches. Man hat einen Raum, aus dem man durch das Lösen von Rätsel, Puzzle, verschiedensten Dingen wieder herausfinden muss. Und das gibt es jetzt ganz neu auch an Bord dieses Schiffes. Und das Tolle ist, es ist kostenlos, man muss nur vorab reservieren. Und auch für die kleineren Gäste gibt es Entertainment an Bord. Aber was es für Familien konkret an Bord gibt, das zeigen wir Ihnen in einem anderen Film. Ich denke, Sie haben gesehen, wie vielfältig und abwechslungsreich das Sport- und Entertainment-Programm an Bord des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt ist, obwohl wir Ihnen ja nur einen Ausschnitt gezeigt haben. Eins ist sicher, Langeweile wird hier nicht aufkommen.